So, jetzt ist aber mal Schluss hier mit der Kamera. Wir müssen uns jetzt hier vorbereiten. Wir hatten gesagt, 5 Minuten Spaß und dann ist die Kamera aus, ja? Oh. Nee, das nehme ich jetzt wirklich. Also. Okay, dann. Okay? Wir gehen mal raus. Ja, es war anders abgesprochen. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist dann irgendein Abend in der Republik. Hier ist die Show. Der Reismann. Und hier ist Ihr Showmaster. Martin Reismann! Na guten Tag, hier ist der Reismann. Ne, warte mal, das war jetzt sächsisch. Lass uns nochmal anfangen. Ja, grüß Gott, hier ist der Reismann. Das war jetzt bayerisch, hä? Ich glaube, die beiden können das ein bisschen besser. Hier sind Martin Bauer und Christoph Stelzner. Hallo, servus, habe die Ehre. Hallo, grüße Sie. Genau, wie wollte ich nämlich gerade fragen, wie begrüßt man denn so die Leute in der Landessprache? Christoph. Meine Fresse, jetzt muss ich den schon wieder treffen. Zum Beispiel. Okay, und in Bayern? Ja, da ist man ein bisschen charmanter. Da sagt man, habe die Ehre, grüß euch, servus, wie schaut's aus? Herzlich willkommen am Interkontinentalflughafen Chemnitz-Jahnsdorf. Die Passagiere Stelzner und Bauer werden gebeten, sich am Gate 84 einzufinden. Welcome to Chemnitz International Airport. Chemnitz, fly where you will, your gate's your good. Over. Wie groß bist du denn eigentlich? Ich muss ja hier fast eigentlich mich auf den Stuhl stellen. 2,03 Meter. Das stimmt wirklich. 2,03 Meter? Ja. Stimmt das? Ja, das muss man sagen. Ich bin 1,84 Meter und er ist wirklich 20 Zentimeter größer als ich. Der hat eine doppelt so hohe CO2-Emission wie ein normaler Mensch. Wir mussten dem Veranstalter heute vertraglich zusichern, dass wir zur Kompensation 8 Fußballfelder Regenwald pflanzen lassen. Damit die Leute wirklich glauben, dass du aus Sachsen bist, sag mal was typisch Sächsisches. Lügenpresse, Lügenpresse. Stelzner. Die jungen Damen, können Sie vielleicht ein bisschen ruhig sein? Gut, so, sind wir noch drauf? Ja, ihr seid unterwegs mit Sachsmaschinen und süßer Senf. Ich komme aus Sachsen. Ist süßer Senf typisch bayerisch? Oder? Ja, freilich. Süßer Senf zu Weißwürst oder zum warmen Leberkäse. Also süßer Senf ist schon was Bayerisches, würde ich sagen. Das ist ein Muss, ja. Ich hatte mir das in die Haare geschmiert zu Fasching. Und da kamen die Weiber, da sind die verrückt geworden. Ich sag's dir. Aber nicht weiter erzählen. Ja, Markus Dio, ich speck that. Berlusconi, Castrazioni. Bunga, bunga. Was scheißische Fragen? Ich bin's der Razzi, der Stuhl außer Dienst, verstehen Sie? Ich hab Zeit, neue Kulturen kennenzulernen, neue Länder und fremde Sprachen. Und da bin ich doch hier in Sachsen richtig, oder? Halleluja. Wir haben uns in den 90ern im Studium im sächsischen Mittweida kennengelernt. Also ich habe einige Jahre in Sachsen gelebt, also ich kenne die Sachsen in- und auswendig. Ich muss sagen, nettes Völkchen, auf alle Fälle. Ich bin gut mit ihnen ausgekommen. Mit ihm ist manchmal ein bisschen schwierig, gebe ich schon zu. Okay, also das heißt aber, du darfst auch auf Kosten der Sachsen mal einreisen. Ja, also man nennt mich schon auch Sachse mit bayerischem Migrationshintergrund manchmal. Servus! Ich bin's, die Christel aus dem tschechischen Grenzland. Und mein Christel, ihr wisst schon, das Kokain des kleinen Mannes, das ist halt noch mit Liebe angerührt. Mit Liebe zum Geld. Denn mein Motto ist, keine macht Drogen so gut wie ich. Christel, keine macht Drogen so gut wie sie. Welchen Dialekt findet ihr besser? Sächsisch oder bayerisch? Könnt ihr ja mal ein bisschen kommentieren. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und euch glaube ich auch. Naja, ich glaube, das wird eindeutig ausfallen, oder? Ha? Wie schaut es aus? Bayerisch, oder? Ich würde mich über Likes freuen. Daumen hoch, Freunde.